Ja, wir machen uns bereit für den Descent. Approach wird auf der Runway 17 right sein. Das heißt, wir haben eine Decision Altitude von 1760. Ziemlich hoch gelegener Flughafen Santiago de Chile. So, drehen wir das mal ein hier. 1760 Bar Reference. Ja. So, come on. Mühsam. Dann Apu, yes, ISTX, yes. Gate, concerns. Are you ready for the approach brief? Okay, we'll be arriving by the ATC assigned star. Looking like we can expect the ILS approach. Top of descent in 40 miles. Approach is 380 feet. We'll use flaps 30 for landing. The runway is dry. We'll use autoplay level 3. After landing, please turn on the APU. The arrival airport uses ASTEX, so leave the transponder on after landing. And it looks like we'll be arriving at a gate today. Taxi route in will be as assigned by air traffic control. As for concerns, terrain is a factor for this arrival. Any questions? No questions. Approach briefing complete. Jetzt blitzt es noch etwas. Bitte von der rechten Seite hier. Also, unser Approach. Schauen wir den schnell an. ILS, Runway 17 right, dann Category 1, Decision Altitude 1760 Meter. Transition Altitude ist auf 10.000, der Flughafen liegt auf 1555 Fuß, Meter, sorry. Dann die Runway ist 3.800 Meter lang. Habilites sind vorhanden. Initial Approach Altitude ist 5.000. Runter mit einem Standard Localizer von 3 Grad. Was gibt es noch zu sagen? Speziell hier ist das Terrain. Wir haben rund um den Flughafen Minimum Sector Altitude von 1900 Fuß, also sehr hoch. Im Falle eines Misapproach würden wir auf der Heading 175 immer climben, dann Richtung P4 und da würden wir unsere Runde drehen, bis wir Vectors hätten von der ATC und das Problem evaluiert hätten. Wie gesagt, Terrain ist ein Problem hier. 19.000 Minimum Sector Altitude und der Airport liegt auf 1000. So, please notify the cabin to prepare for landing. Ready. Meilen. Landing is expected in 12:30. Solo. Muss ich schnell schauen, ich habe mich in meine Zeit umgestellt. Das heißt, es wird auch um 12:30 europäische Zeit sein. Ich hoffe mal, dass das Wetter mitspielt. Meta in
Santiago meldet. Ich kann schnell schauen, weil jetzt bis zu 11. Kommt nichts. Ah, jetzt kommt Meta. Wind, das ist schon mal gut. Mehr als 10 Meilen Sicht, scattered bei 9000, broken bei 16000. Okay. Wolkendecke bei rund 9000. Dann 7 Grad, ziemlich kalt in Santiago heute Morgen. Ist auch schon Winter in Südamerika und QNH 1014. Und keine Veränderungen, Expanded. Das ist sehr gut. Ja, ich glaube, dann sind wir soweit ready. Die Landung. Jo. Schauen wir noch etwas. Geht dann. Randalameise. Hallo. Runter geht's. Descent Checklist. Descent Checklist. Stand by. Descent Checklist. Recall. Checked. Notes. Checked. Autobrake level 3. Landing data. VRAF 140. Minimums 380 feet. VRAF 140 minimums 380 feet. Approach briefing completed. Descent checklist complete. Right, descent checklist completed. Schade, hat es so viele Wolken. Sieht man nicht viel von den anderen.
wie sieht es mit dem Fuel aus? Was haben wir da noch an Bord? Tonnen, das reicht ja für 10 Go-Arounds. Was ist das für ein Berg hier? Muss ich schnell schauen bei mir bei Little Nap Map. Kartenthema, oder kann man das ändern? OpenStreetMap. Terrain, nee, das auch Aconagua. Aconagua war das. Keine Ahnung, nie gehört. Noch nie etwas von diesem Vulkan oder Berg gehört. Ah, sogar noch Argentinien. So, die Zeit in Santiago ist 6 Uhr morgens. Hoch.
Man merkt, es ist Winter wie in den Anden. Nice. Schön aus, heute Morgen hier. So, und ab ins Cockpit. So, bremsen wir etwas. Fuß. Cabin prepare for landing. Sieht halt sein so. Noch 37 Meilen bis Santiago de Chile. Sehr hoher Terrain rüber. Und dann geht's nächstens nach links auf den Flughafen bereits. Ziemlich bewölkt heute Morgen hier, wobei Santiago selber meldet eigentlich relativ gute Konditionen.
elevator and up. Auf die Runway 17 right. San Felipe. San Rafael und San Felipe unter uns. Falls jemand sich in der Gegend auskennt. Hochebene. Eine kleine Stadt. Spoilers out, wir sind noch etwas zu hoch. Transition level, reset altimeters, 2992, set. Falcon 81014 set. Okay, der Flughafen meldet jetzt Regen bei 9 Grad und Sichtweite 5 Meilen. Localizer alive. Approach checklist. Approach checklist. Altimeters. 10141. Approach checklist complete.
jetzt musste unser Speed ein bisschen runterkommen und man sieht schon in der Ferne etwas von Santiago de Chile. Speed is coming down. Flight's low below. Wie immer. Wie immer hat sich Schwierigkeiten abzugrenzen. No go to land. Ja, sehr gut. Kein Problem. Geht raus. Danke. Versuch's mal so. Ja, 1000 feet. Approach not stable. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Flaps 5. Speed checked. Flaps 5. Gear down. Gear down. Flaps 20. We're above the flap speed. Das geht mir ja nicht an. We're above the flap speed. Flaps 20. 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 Scheißegal, ich lande jetzt einfach. Above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. Danke, aber das geht nicht so schnell lang. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Go around. 20. We're above the flap speed. Flaps 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 20. We're above the flap speed. Hello. Flaps 20. We're above the flap speed. 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 Flaps 20. Was soll das? Was habt ihr gegen die Fett kenne ich? Flaps 20. We're above the flap speed. 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 Also irgendwas funktioniert hier nicht. We're above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. Bremsen. We're above the flap speed. Flaps 20. Was für We're above the flap Scheiß. Speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Also flaps 20. We're above the flap speed. Stimmt nicht. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. Oh. We're above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. Naja. We're above the flap speed. Gut. Flaps 20. We're above the flap speed. Ich glaube, ich beende das Ganze hier, weil mein Gear ist zusammengebrochen. We're above the flap speed. Naja. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Und zusätzlich irgendwie spinnt jetzt total. Flaps 20. Spinnt jetzt total. We're above the flap speed. Flaps 20. 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 We're above the flap speed. Wir haben kein Feuer. Das heißt, wir müssen nicht, Flaps 20. Evacuate. We're above the flap speed.
Flaps 20. Ja, ich habe den G hochgefahren, als ich Go-Round machen wollte. We're above the flap speed. Aus irgendeinem Grund konnte ich kein We're above the flap speed. Ich konnte nicht mehr We're above the flap speed. Schub geben. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. We're above the flap speed. Flaps 20. So, come on. We're above the flap speed. Kann man das muten? Flaps 20. Ist ja nervig. We're above the flap speed. Flaps 20. Speed checked. Flaps 20. Flaps 30. We're above the flap speed. 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 Naja. Flaps 30. Dann lasse ich mich halt pushen. Flaps 30. We're above the flap speed. Soll ich wieder an das Gate 18? Dann ich leave. Und schau, was ist hier? Go to the airport. Flaps 30. We're above the flap speed. 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 Flaps 30. Naja. We're above the flap speed. Flaps 30. 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 Kann man das irgendwie mute? Flaps 30. We're above the flap speed. 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 Flaps 30. Hello. Bin schon mal. Bin schon ein paar Mal den Flughafen angeflogen, aber noch nie hatte ich solche Probleme. Flaps 30. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, einen Go-Around machen, aber irgendwie der Schub kam nicht. Keine Chance. We're above the flap speed. Flaps 30. 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 Gut. Wir wurden abgeschleppt und hier sind wir. Flaps 30. In Santiago, in Chile. We're above the flap speed. Schauen, ob wir die Worten können. Trotzdem. We're above the flap speed. Flaps 30. We're above the flap speed. Go around. Gear up. Gear up. Ach, jetzt hat er's. Go around. Gear up. Schön. Nice. Customize airport position. Dann. Soll das funktionieren? Ich glaube, jetzt können wir die Boarden. So, opening doors. Ah. Hi, Henrik. Du hast gerade meine tolle Landung verpasst. Meine Crash-Landung hier in Chile.
Nee, das wirst du nicht anschauen. Ich bin ohne Gear gelandet. Ich wurde dann abgeschleppt auf die Position 1-8. Ich habe ja noch die Landing Lights on. Genau, ja, ich wollte einen Go-Around machen und irgendwie konnte ich keinen Schub mehr geben. Keine Ahnung weshalb. Und dann war es schon zu spät, dann bin ich ohne Gear gelandet. Genau, Henrik. Es ist komisch, dass man keinen Schub geben kann in der 777, ist mir noch nie passiert. Naja, gut. Ich werde jetzt dann sehr wahrscheinlich heute Nachmittag einen Flug von Santiago nach Quito oder so mit dem Airbus, mit dem FS Labs machen. Dann habe ich hoffentlich ein bisschen besser im Griff als die 777. Und der spackt auch nicht so rum, hoffentlich. Ja, würde mich freuen, wenn ich euch heute Nachmittag wieder sehe oder wie auch immer zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, danke fürs Zuschauen soweit und ich wünsche euch noch eine gute Zeit und guten Appetit. Yep, Santiago de Chile ist eine super Scenery. Welche Zeit möchtest du fliegen, Henrik? Dann würde ich vielleicht auf FS Join oder so fliegen. Von Santiago nach Quito. Thank you.
Okay. Aber ich mache jetzt mal Mittagessen. Hab noch nicht gefrühstückt und jetzt habe ich doch ziemlich Hunger. Aber man sieht sich dann später, in dem Fall späteren Nachmittag.